In diesem Video zeige ich Ihnen, wie für Entertain-Bestandskunden der Wechsel vom alten MR303 auf den neuen MR400 im Rahmen eines Tarifwechsels ist. Die alten Entertain-Tarife bis etwa Mitte 2016 nutzten als Plattform diesen MR303 oder Media Receiver 303. Hier im Vordergrund sehen Sie das Nachfolgemodell, den MR400, also Media Receiver 400, der deutlich kleiner und dennoch viel leistungsstärker ist, also auch schneller. Viele Kunden fragen, was muss ich tun, um auf dieses neue Modell zu wechseln, zum Beispiel im Rahmen des Endgeräteservice-Paketes. Das möchte ich in dem Video gerne zeigen. Wichtig als Grundvoraussetzung ist, dieser MR400 lässt sich nur mit den neuen Entertain TV-Tarifen betreiben, also Entertain TV oder Entertain TV Plus. Gern beraten wir Sie bei uns auf unserer Webseite oder telefonisch, welche Tarifwechselmöglichkeiten für Sie als Entertain-Bestandskunde es gibt. Sobald der Tarifwechsel dann terminiert ist und Sie das neue Gerät zugeschickt bekommen haben, ist die Umstellung dann nur noch ein Kinderspiel. Hier in unserem Teststandort ist der Tarif jetzt auf einen neuen Entertain TV-Tarif umgestellt worden. Wichtig ist, Sie müssen dann den Receiver nicht sofort wechseln, sondern die Umstellung auf die neue TV-Plattform erfolgt erst, wenn Sie erstmalig das neue Gerät in Betrieb nehmen. Das wollen wir jetzt hier einmal durchführen. Dazu nehme ich hier den alten Media Receiver 303, schalte einmal den Hauptschalter aus. Danach trenne ich alle Kabel, in dem Fall hier ein optisches Kabel für mein Soundsystem, ein HDMI-Kabel vom Fernseher, das Netzwerkkabel zum Router, der hier daneben steht, und das Stromkabel. Stromkabel ist übrigens das gleiche, was jetzt an das externe Netzteil vom MR400 angeschlossen wird. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier den MR303 beiseite stellen. Dann nehmen wir hier den MR400 und schließe auch hier wieder die verschiedenen Kabel an. Also zum einen natürlich das Netzwerk, dann in dem Fall mein optisches Kabel für das Soundsystem. Wenn das nicht vorhanden ist, können Sie sich das natürlich auch sparen. Dann hier das HDMI-Kabel für den Fernseher. Und als letztes brauche ich hier dieses externe Netzteil, was der Lieferung beiliegt. Da kann ich entweder das mitgelieferte Netzkabel nehmen oder ich nehme einfach hier vom alten Media Receiver diesen Euro-Stecker, der genauso kompatibel ist, und stecke das Netzkabel hinten in den Port Power. Und schon ist die Einrichtung abgeschlossen. Hinten in der Mitte ist dann ein kleiner Power-Knopf, also der Hauptschalter. Und damit müsste sich das Gerät jetzt einmal booten, was man auch schon sieht. Die LED ist ja etwas angegangen in Rot, eben das Display ist kurz aufgeleuchtet. Und jetzt beginnt schon die Einrichtung des Receivers. Er lädt jetzt nochmal eine aktuelle Software runter, also Firmware-Update des MR400. Das erfolgt jetzt alles automatisch, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Und danach ist die Umstellung schon abgeschlossen. Also so einfach ist der Wechsel vom alten Entertain auf das neue Entertain TV mit neuem Media Receiver. Zwischendurch sehen Sie hier auch den Status des Updates. Im Prinzip jetzt hier wird heruntergeladen und installiert. Und danach wird das Gerät nochmal initialisiert. So, nach dem Installieren wird jetzt der Receiver nochmal neu gestartet und ist jetzt damit fertig. Ja, die Umstellung auf Entertain TV Plus in dem Fall hat hier gut funktioniert. Ich kann jetzt hier am Media Receiver die Sender schalten, was auch relativ flüssig geht. Besonders hier, wir haben nur einen DSL 12M-Anschluss. Mit dem Info-Button komme ich bei laufenden Sendungen in ein Menü, wo zum einen was zu der Sendung steht und zum anderen, wenn ich den Plus-Tarif habe, gibt es hier auch die Funktion Neustarten, also den Restart. Das heißt, obwohl ich jetzt den Media Receiver eben das eingeschaltet habe, kann ich jetzt hier an den Anfang der Sendung zurückspielen, obwohl ich sie gar nicht programmiert habe. Also im Laufe der Sendung, wenn Sie aber sehen, das ist eine tolle Sendung und ich möchte die doch von Anfang an sehen, obwohl Sie sie nicht programmiert haben, können Sie mit Restart dann die Sendung von Anfang an anschauen. Aber auch viele andere Funktionen, ich kann die Sendung auch aufnehmen. Kann hier die Aufnahmequalität festlegen. Es gibt hier den Cloud Recorder auch beim Plus-Tarif, das heißt, ich kann die Sendung auch quasi statt auf der lokalen Festplatte in die Entertain Cloud speichern. Und natürlich die ganzen anderen Funktionen von Entertain wie Video on Demand. Wir sehen, alles relativ schnell funktioniert das. Kann mir hier Filme aussuchen, die ich entweder leihen oder kaufen kann.
kann mir Informationen zu den Sachen anschauen. Hier auch leichter Hinweis, es gibt diesen Film zum Beispiel sowohl bei Videolot als auch bei Maxdome. Also falls ich Maxdome-Kunde sein sollte und dort ein Abo habe, könnte ich hier den Film dann auch im Abo zum Beispiel kostenlos abrufen in dem Fall. Also diese Vernetzung des gesamten Entertainments ist mit diesem neuen MR400 alles sehr gut durchdacht.